herzlich willkommen zurück zu Ziff 6. Jawohl. Wir spielen Ziff 6. Aha. Wir haben jetzt ein leichtes, hier haben wir ein Wohnraumproblem. Da kriegen wir aber hin. Jades da oben. Das ist Jades. Jade. Das ist sehr gut. Gefällt mir. Wir haben dann da unten bald ein Dingenskomplex. Erhaltungskomplex. Und danach bauen wir wieder ein paar Handwerker, dass wir hier mal überall Felder, Felder für Wohnraum, Felder für alles bauen können. Und Maschinenbau auch noch. Drei Bogenschützen. Was haben wir hier? Wir haben irgendwas entdeckt. Er hat den Stadtstaat getroffen. Kabul! Bekannter Spieler 5. Rekrutiert einen Gruppen, da bekommen wir einen Gesandten. Und was bekommen wir, wenn wir in Kabul rein investieren? Das ist eher was Kriegerisches. Produktion in der Hauptstadt, Bau von Einheiten. Produktion für bei jedem Lagerbezirk, Bau von Einheiten. Wollen wir das? Oder nicht? Ich mich jetzt. Ja. Ich will keine Gesandten schicken. Meine Gesandten aufgeben für etwas, was mir wirklich bringt. Gold, sowas zum Beispiel. Hongkong wäre geil. Was will der hier? Will der schon wieder Krieg haben? Ich meine, den kann er haben. Ja, kein Wunder, dass die hier 750 Folgen bis nächsten Ding. Das liegt daran, dass ich ja hier die ganzen Wälder gerodet habe. So. Deswegen bekommt ihr jetzt mehr Wohnraum. Hier, hier, hier Felder. Ich glaube, die ziehen hier wirklich. Oh, sie handeln hier auch mit mir. Produktion wählen, da oben. Und wir können dann runden. Geh die Post. Ich habe wieder was entdeckt. Da hier oben. Das ist schon mehr was, was ich haben will. Beeinflusst durch zwei Zivilisationen. 3-3. Gold in der Hauptstadt, Gold in jedem Handelszentrumsbezirk. Kommen wir da mal rein. Zwei Punkte, dann kriegen wir schon mal ein bisschen mehr Gold für die nächste Runde. Da sollte man mal das reparieren. Befestigungszeit ist jetzt nicht gerade das Beste. So. Bauen wir hier noch eine Arena. Für mehr Annehmlichkeit. Den Unterhaltungsbezirk klatsche ich, glaube ich, da oben am besten auch einen ran. Mal wieder kurz gucken, dass ich dann eventuell mal meine Truppen weiter ausbaue. So, noch eine Runde. In der nächsten Runde kann ich dann zu Armbrustschützen machen. Während ihr hier noch Schleuderschützen hat. Ach, Mittelalter. Ich stelle mir die ganze Welt als eine große Maschine vor. Maschinen werden nie mit Ersatzteilen geliefert. Sie kommen immer mit genau den Teilen, die sie brauchen. Okay. Kostet jetzt etwas. Machen wir die hier. So, aber dann müsste ich ja jetzt quasi ein bisschen mehr. Ein bisschen bloß. Hm.
Haben wir hier einen See? Haben wir. So, hier muss es dann gebaut werden. Aber das bringt mir hier so gar nichts. Und dazu gehört ein Generalpunkt. Waffengrenzen. Doch das hier. Ja, doch das da mal. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Die Gerätschaft. Plop. Produktion wählen Aquädukt. Berg oder Oase. Alten. Direkt. Bei Wohnraum. Bekomme ich hier plus 2. Das baue ich dann nicht. Ich baue hier lieber ein Unterhaltungskomplex. Und zwar baue ich den. Dann kriegen die auch mehr Annehmlichkeiten. Das Rettungs, glaube ich. Ich habe euch einen Händler geschaut. Deine. Richtig. Deine Steine, nicht die Händler. Alles klar, dann schicke ich dir auch mal eine Delegation, Kumpel. Ja. Ah. Deine Hauptstadt. Herausfinden. Einheit benötigen Befehle. Chaco. Machaco. Nächste Runde. Und nochmal. Bums. Hier wieder einen Gesandten, den schickt mir hier hin. Gib mir hier den Bonus. Wenn wir dann in der nächsten Runde hier einen Handelsbezirk hinbauen. Ja. Der Weltwunderbauer ist das. Oh, und der ist da oben, der Kiste. Ja, der mag's nicht, wenn man Weltwunder baut. Er hat aber Missionare. Das so viel heißt wie, er hat eine Religion. Kann er dann gleich mal nach unten bringen. So. Ja, momentan sind wir in einer schönen Friedenszeit. Wir haben hier noch keine Bibliothek. Echt? Bevölkerung 13 oder mehr. Ja? Oh, und dann können wir hier wieder ein paar Felder bauen. So, oh, guck mal, hier spielen sie in der Arena ein Turnier. Jo, Handelsposten erstellt. Was? Durch einen Abschluss habt ihr einen Handelsposten der Stadt Washington erhalten. Komm, wir halten weiter mit Washington. Wolfram. Verbahn aus. Ah, das haben sie ja gut gemacht. Wollen wir mit ihm? Im Norweger. Wollen wir da noch mehr?
Gegner für alle Schätze von Asgard. So, machen wir jetzt beide offene Grenzen. Ich habe noch keinen Schimmer, wo er ist. Aber der könnte eventuell auch da oben dabei sein. Oh. Aber auch ganz woanders. So, nächste Runde. Wir bräuchten jetzt 13 oder mehr. Ja klar, wir haben den, den, den und den Komplex. Wir haben hier vier Komplexe schon. Was so viel heißt wie wir, dann bauen wir hier mal eine Wassermühle. Das Schiffchen kommt wieder runter. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der will wieder Stress haben. Sonst würde er nicht so aufrüsten. Na gut, das ist ein Computerspiel. Also die Computerspiele sind meistens generell so ein bisschen blöd. Habe ich ihn gerade böse... Erik hast ihn. Also der mag Indien nicht und der mag Amerika nicht. Und das ist ganz gut, das zu lesen, denn es gibt hier Indien. Also Indien. Dabei. Der Goldhandel. Nichts als eine Planke befindet sich zwischen dem Seemann und der Ewigkeit. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. Okay. Was habe ich hier? Was krieg ich? Ja. So, Forschungseinwählen. Was wollen wir denn? Wir haben Katapulte, können wir schon bauen. Alhambra, wo kann ich Lager an? Plus ein Militärpolitikplatz für immer. Gucken wir mal, dass wir hier die bekommen. Handelsrepublik mal rein. Wollen wir mal eine Handelsrepublik gründen? Zhou观寡人, Xiangji zhi Guang, Wenwu zhi Sheng, er Guiguo. Ja, er mag es nicht, wenn man Wunder baut. Er ist eingestellt, dass er so viele Weltwunder baut, wie es nur möglich ist. Was jetzt nicht so wirklich ein Problem ist. Man kann sich ja seine Weltwunder auch immer wieder schnappen. Wenn wir jetzt lustig sind. Und da Bock drauf hätten. So. Das ist fertig. Annehmlichkeit durch Unterhaltung. Haltungskomplex an. Wer dann hier? Will ich aber nicht. Ich will einen Händler erstmal. Bauen wir erstmal einen Händler, dass wir hinten noch mit New York eventuell handeln. Und mit St. Louis geht auch. Bringen wir erstmal mehr Geld rein. Und in der nächsten Runde kaufen wir uns Dingens. Dingens, ja. Tapferkeit ist es, wenn du der Einzige bist, der weiß, dass du Angst hast. Jawohl. Händler, Handwerker, kaufen wir uns erst, alles klar. Die Runde. Und wenn dann hier, hier und dort, nee, dort nicht, hier, hier, ein Dingens bauen, ein plus zwei nach Nahrung. Okay. Ein Hof. In Sägewerk. Sieht's denn hier eigentlich gerade so aus? In drei Runden bekomme ich da. Okay, das, das. Eine Grenzen will. Ja, okay. Warum will.
Willst du hier eventuell, hast du hier irgendwo? Jetzt da unten eventuell. Hört mir nämlich. Muss ich mal drauf achten, ob der hier einen Sealer hat. Taoismus. So, gut. Passt. Krieg ich mal eine Religion rein. Mal gucken, ob es eine anständige Religion ist. So. Dann werden wir dich erstmal schicken nach Biowak. 7 Gold. Werden wir hier die Produktion mal ein bisschen ändern. Und zwar werden wir nochmal Handwerker bauen. Du wirst mir hier das bauen. Und dann beenden wir hier diese Folge. Und wir sehen uns mal wieder. Tschüss.